So. Also irgendwie hatten wir zum Schluss ziemlich viel auf die Nase I bekommen. won't be halted. Okay. Kann man mit dem Kästen noch was reden? Jetzt haben wir, glaube ich, alle schon bis zum nächsten Mal mit Lindsay noch was reden. Ja, mit ihr können wir noch. Ein Halblingmädchen mit zerzausten Haaren und staubiger Reisekleidung kaut auf ihrer Schreibfeder herum. Ein Augenblick. Wie formuliere ich das? Ah, ich hab's. Sie kritzelt hastig etwas in ein Notizbuch, das mit Versen gefüllt ist, hebt dann den Blick und grinst sich breit an. Oh, hallo. Erzählt mir von euch. Was wollt ihr wissen? Woher kommt ihr? Ich bin von überall. Haha. Ich wurde in Galt geboren, einem winzigen Dorf, das nicht einmal auf den Karten zu finden ist. Ohne meinen Lehrer würde ich noch immer dort leben. Ziegen melken, Rüben ziehen, Schnaps trinken, Kinder kriegen und Bücher nur als Zunder verwenden. Wer war euer Lehrer? Er ist ein wahrer Heiliger. Er hat einmal einen hohen Posten in der Hauptstadt, oder hatte einmal einen hohen Posten in der Hauptstadt, in der Kirche von Chilin. Aber er bekam Ärger mit den Behörden und ging freiwillig ins Exil. In das winzige, gottverlassene, priesterlose Dorf, das er finden konnte. Das Dorf, in dem ich geboren wurde. Das winzigste. Er wollte eine Schule eröffnen, aber die Dorfbewohner haben ihn nicht gelassen. Du kannst uns heilen, so viel du willst, aber setze unseren Kindern bloß keine Ideen in den Kopf. Das lenkt sie nur von ihrer Arbeit ab. Aber er hat mich trotzdem unterrichtet, heimlich. Er hat mir das Lesen beigebracht, das Schreiben. Er hat mir Bücher gegeben, Gedichte, Legenden. Er war es, der mir von den Erzrittern von Aviston erzählt hat. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich auf eine Reise gehe, hat er mir einen magischen Ring gegeben, damit Chilin mich vor Schaden bewahrt. Also Chilin ist dann praktisch diese Gottheit. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich von zu Hause fortgelaufen bin. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich bitte Chilin jeden Tag, ihm ein langes Leben zu schenken und neue Schüler. Erzritter von Avistan, wer sind die denn? Oh, habt ihr noch nie von ihnen gehört? Wie kann ein Held eine der epischsten Geschichten seit Anbeginn aller Geschichten nicht kennen? Sie, nein, ich werde nicht vorgreifen. Nein, ich werde nicht vorgreifen. Ihr solltet es selbst lesen, jedes einzelne Kapitel. Ihre Abenteuer haben mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, auf eine Heldenmission auszuziehen und darüber zu schreiben. Und nun seht mich an, hier bin ich, auf einer Heldenmission. Wie seid ihr Bardin geworden? Als ich erkannte, dass es für mich zu Hause nichts gab als Radieschenbeete, beschloss ich fortzugehen. Eine fahrende Buchhändlerin kam zufällig in unser Dorf, Tessie die Schreibfeder. Nun, ich habe mich an sie geheftet und wie eine Klette, und keine Ruhe gegeben, bis sie mich als Lehrling aufgenommen hat. Gemeinsam sind wir überall hingereist, nach Prevoy und Taldor. Sogar nach Ustalav. Und dann erfuhr ich von der Akademie der großen Künste in Pitax und dachte, ich lese so gerne Geschichten, da kann ich gewiss auch lernen, sie zu schreiben. Ich wurde gleich aufgenommen und bekam sogar ein Stipendium. Gut, dann haben sie mich rausgeworfen, haha, aber das ist schon in Ordnung. Die wichtigsten Sachen hatten sie mir schon beigebracht und nun mit Chilins Hilfe komme ich alleine zurecht. Us? Betet ihr Chilin an? Ja, ich will den anderen Göttern nicht zu nahe treten, aber sie ist die wichtigste von allen. Die ganzen anderen Götter bewachen die Welt, wie sie ist, aber nur die ewige Rose, die Göttin der Schönheit, ruft uns zu der Welt, wie sie sein sollte. Warum ist eure Kleidung so schmutzig? Lindsay winkt ab. Vergesst es, ich kann kein Geld auf mein Aussehen vergeuden. Ich kaufe lieber Bücher. In 100 Jahren, wenn die Leute meine Werke lesen, werden sie nicht fragen, ob die Autorin Löcher in den Ärmeln hatte. Okay. Ich möchte noch etwas anderes fragen.
Er kommt aus Pitax, nicht wahr? Erzählt mir davon. Oh, ich liebe Pitax. Auch wenn sie mich rausgeworfen haben. Meine Stadt der Freude. Also ist Pitax doch nicht so schlimm. Wie ist das Leben in Pitax? Eigentlich war Pitax immer ein einziges, riesiges Nest von Dieben. Die Stadt hat schon immer Banditen, Flusspiraten, Schmugglern, Heilern und Falschspielern ein Zuhause geboten. Aber das war, bevor Irovetti König wurde. Mit ihm begann dort ein völlig neues Leben. Irovetti wollte schon immer Geschichte schreiben, aber nicht ein bloßer Bandit mit Krone. Aber nicht als bloßer Bandit mit Krone. Auch wenn er genau das ist, haha. Er wollte noch in Jahrhunderten als großer Kunstmäzen verehrt werden. Also hat er die Akademie der großen Künste gegründet und viel Gold ausgegeben, um die besten Künstler, Dichter und Musiker zu versammeln. Die allerbesten haben sich natürlich geweigert, aber er hat in gewisser Weise bekommen, was er wollte. Während Pitax einst nur eine Schnapstheke für Diebe war, ist sie jetzt sein Kabarett. Das ist doch nicht so schlecht. Was wisst ihr über den König Irovetti? Er hat seine Krone beim Kartenspiel gewonnen. Und ebenso viel, was ebenso viel über Pitax aussagt wie über ihn. Er ist unfassbar gerissen. Einige Betrüger, die ich kenne, haben mir Details erzählt. Ab dem Augenblick, in dem er aufgetaucht ist, hat er Dinge getan, über die die alten Meister der Stadt nur den Kopf schütteln konnten. Unter seiner Führung ist Gold nach Pitax geströmt und außerdem ist er unglaublich, unvorstellbar, unsäglich, dekadent und hochnäsig. Ganz viele Worte. Ah ja, dieses Gleichnis. Sich mit Huren im Wirtshaus zu betrinken, das ist nicht Lord Irovettis Stil. Oh nein, er hat höhere Ziele. Sich als männliche Kallistria zu verkleiden, mit goldener Schamkapse und eine dreiwöchige Orgie abzuhalten, bei der auf den Dächern getanzt wird, Paraden und öffentliche Hinrichtungen stattfinden. Ein Wettbewerb um die beste Ode an den großen, einzigartigen König. Das ist eher seine Sache. Okay. Er singt auch gerne. Bah. Er befiehlt seinen Wachen, die Bürger für seine Auftritte zu versammeln. Möge Schelin Gnade mit den Zuhörern haben. Erzählt mir von der Akademie, an der ihr studiert habt. Spaß beiseite, ich bin Irovetti dankbar, dass er sie gebaut hat. Aber er hat keinen Geschmack. Wirklich keinen. Absolut keinen. Er mag keine Kunst. Er mag seine Kunst laut, grell, bombastisch und vor allem als Glorifizierung seiner königlichen Majestät. Er hat den besten Kohlezeichner entlassen, weil er kein Geld für graues Gekritzel ausgeben wollte. Er hat eine meisterliche Flötistin aus Tianzia gefeuert, weil sie zu leise gespielt hat und stattdessen die Gründung eines Paukenkurses angeordnet. Er hat sogar der Akademie befohlen, mich hinauszuwerfen. Und weshalb? Wegen eines unschuldigen Limericks. Wolltet ihr in die Akademie zurückkehren und euer Studium abschließen? Ich würde gerne zurückkehren, aber unter einer Bedingung. Wenn sie 3/4 der Professoren hinauswerfen, die jetzt dort unterrichten, und alle zurückholen, die sie verbannt haben. Wenn ihr mich fragt, ich bin stolz, dass ich hinausgeworfen wurde. Würde meine Kunst Irovetti gefallen, hätte ich Grund, mich zu schämen. Okay. Solange mittelmäßige Stiefellecker in der Akademie sitzen und Künstler mit echtem Talent auf den Straßen von Pitax betteln, setze ich kein Fuß über die Schwelle. Möchte noch was anderes fragen? Erzählt mir von dem Buch, das ihr schreibt. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ihr habt schon einige meiner Grobfassungen gesehen, nicht wahr? Es ist ein Buch über euch und eure Abenteuer. Ich schreibe die ganze Wahrheit genau wie es geschehen ist. Nun ja, die ganze künstlerische Wahrheit. Keine Geschichte ohne Ausschmückung. Nur warum schreibt ihr es? Welchen Sinn hat es? Als ich in der Akademie war, hat Eobald, der Einsichtige, seinen Literaturkurs mit folgender Frage begonnen: Was ist eine Person? Und er hat geantwortet: Eine Person ist ein
Geschichten erzählendes Tier. Unsere Welt besteht nicht aus Dingen, all diese Wälder, Meere und Städte, sie besteht aus Geschichten über diese Dinge. Die Geschichten, die wir uns selbst erzählen und die wir einander erzählen. Überlegt einmal, es werden Jahrhunderte vergehen und es wird kein Ich mehr geben, kein Euch. Alle eure Untertanen werden längst fort sein und ihr und ich, wir werden in den Erinnerungen der Leute weiterleben und ihre Taten beeinflussen, dank dieses Buchs. Okay. Nehmt's mir nicht übel, aber allzu sprachgewandt seid ihr nicht. Okay, so, die Wahrheit tut mir nicht weh. Was glaubt ihr, wer mein strengster Kritiker ist? Ganz genau, ich selbst. Das ist mein erstes echtes Buch und ich habe noch viel zu lernen. Aber keine Sorge, ich werde euch eure Taten gebührend beschreiben. Und wenn ich gelegentlich mal ins Fettnäpfchen trete, können wir immer noch eine zweite Ausgabe drucken, überarbeitet und korrigieren. Und machen wir so weiter, wenn wir so weiter fertig machen. Euer Buch ist voller Inkonsistenz. Nun, ja, das kann ich zugeben. Manchmal muss man kleine Dinge etwas verdrehen, um einen dramatischen Effekt zu erzielen. Das nennt sich künstlerische Freiheit. Ich schreibe über alles, als hätte ich es mit eigenen Augen gesehen. Selbst über die Teile des Abenteuers, bei denen ich nicht zugegen war. Aber ich befrage immer sorgfältig jeden, der euch dabei begleitet hat. Ihr müsst es als großes Gesamtbild sehen. Letztlich seid ihr der Held dieses Buches und ich bin nur die Erzählerin. Ja, das hatten wir nämlich, als sie uns verraten hatte. Ne? Als sie mit Tatucho gegangen ist, statt mit mir. Da hat sie trotzdem erzählt. Und was für ein Charakter bin ich? In Büchern ist alles einfach. Das sind die Helden, das sind die Schurken. Im Leben ist das natürlich vollkommen anders. Ihr müsst schwierige Entscheidungen treffen und ich bin nicht immer eurer Meinung. Aber das macht euch zu einem komplexen, vielschichtigen Charakter. Manchmal befolgt ihr die Regeln, manchmal macht ihr eure eigenen. Es ist schwer vorherzusagen, wie ihr euch verhaltet. Deswegen ist es so interessant, von euch zu lesen. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich euer Werk schon vorab lese? Nun, das sind nur Entwürfe. Aber ihr dürft sie natürlich gerne lesen. Bedenkt nur, dass ich keinen einzigen Buchstaben ändern werde. Auch nicht, wenn er euch nicht gefällt, was ich schreibe. Also fragt gar nicht erst. Natürlich ist es ein Buch über euch. Aber es ist mein Buch, verstanden? Die Augen der kleinen Autoren funkeln rebellisch. Mal hören. Oh Gott. Das ist gut. Natürlich könnt ihr schreiben, was immer ihr wollt. Aber ihr wisst auch, dass was Autoren passiert, die ihren Herrscher verärgern. Ich weiß, sagt Lindsay trotzig. Herrscher unterdrücken Autoren, manchmal foltern sie sie sogar. Mit ein paar eingestreuten Hinrichtungen, wenn man schon einmal dabei ist. Und so verewigen sie ihre eigenen Namen in der Geschichte, als schändliche Tyrannen. Und sie machen ihre Opfer als Helden unsterblich. Sie sind ganz weg. Ich möchte noch was anderes fragen. Erzählt mir von eurer Freundschaft mit Essie Federkiel. Was gibt es da zu sagen? Die Bücher haben meine Reiselust geweckt und nur dank Tessie konnte ich aus meinem Dorf entkommen. Und zunächst hat Tessie vergeblich versucht, mich loszuwerden, aber später, als ich ihr sagte, ich würde in Pitax bleiben, hat sie sogar eine Träne vergossen. Ich frage mich, wo sie jetzt ist. Okay. Was hat es mit dem Ring auf sich, den ihr immer am Finger tragt? Ach, der, Lindsay
hält ihren Arm hoch, damit du den Ring genauer betrachten kannst. Er war ein Geschenk meines ersten Lehrers. Er ist magisch, er trägt sogar die Kräfte Shelins in sich. Wenn ich in Schwierigkeiten gerate, transportiert er mich an einen sicheren Ort. Also, seid bitte nicht sauer auf mich, wenn ich plötzlich aus dem Kampf verschwinde. Ich warte dann hier auf euch versprochen. Okay, das war's. Brecht nur nicht ohne mich auf. Ich könnte natürlich einfach aufschreiben, was ihr mir berichtet, aber würde ich in einem staubigen Zimmer festsitzen wollen, könnte ich auch noch an der Akademie in den Vorlesungen schlafen. Na gut. Die haben wir, glaube ich. Oh ja, das war Lindsay. Der vielleicht neue Heiltränke? Ne. Müssen eigentlich mal Rationen kaufen. Ja, also wir brauchen exotische Gedönszahlen. Ne, er hat auch keine Ration. Und hier vielleicht Rezept für Gewürze, Geflügel. Tränke. Müll. Rastvorräte und eine Ration, da haben wir es so. So, jetzt sind wir natürlich völlig überladen. We do it my way. Hat der nicht Tränke, sagt er? Warum hat der keine. Der hat auch nur leichte Wunden, das ist doch Müll. Mal alle mitnehmen. Magierrüstung. So, dann kann ich mir nämlich die Magierrüstung hier reinlegen. Und Lindsay nimmt sich mal den Ohrenbetonschrei. Ich weiß nicht, ob sie die automatisch ausfährt. Mittelschwere Wunden, leichte Wunden heilen. Kann benutzt werden. Kann benutzt werden. Oh. Manchmal hängt das. Moment. So. Die können die, glaube ich, nicht benutzen. Sollte sie nochmal zweimal verursachen? Auch noch einen nehmen. Ich kann mit Fertigkeit benutzen. Na gut, also ich kann die automatisch benutzen. Voll die Flammen-Dings hier. Okay. Moment, wie komme ich hier mal nicht raus? Okay, gut, dann wollen wir mal los. Die Gegner waren schon ziemlich heftig dann am Ende.
So, dann machen wir das mal so. Und den. Das ist Banane. Da lege ich mal mein Dings rein. Demoralisieren, Licht anmachen. Reinigatur auf Entfernung. Mittlere Entfernung. Also das ist ein immer ready. Den kann ich hier vorne ranlegen. So, das sind meine vorbereiteten Zauber, beziehungsweise meine täglichen Zauber. Hier kann ich demoralisieren und die kann ich eigentlich immer machen. Untote Schwächen, Kältestrahl. Eigentlich mal so. Und dann den hier vorne hin und die Säure ist mein Standardangriff. So. Zwei Debuffs. Dann zweimal Schaden. Nochmal Debuff-Kram, was das macht. Dann haben wir hier nochmal einen Debuff gegen Untote und dann haben wir richtig vorbereitete Zauber dichter machen. Dann so ein Kram. So. Ja bitte. Miri. Der Zwerg. Lasst alle Hoffnung fahren und begrüßt das unausweichliche Ende. Solche Reden müssen Harims Gefährten über sich ergehen lassen. Jeden einzelnen Tag. Okay. Also hier war Alt-Ahorn, das ist so ein bisschen heftig. Das war, wir haben nicht mal die eine Dings geschafft. Ich weiß, beim Rattenhügel sind diese super heftigen, die können wir auch noch nicht. Das war die Fangbärenhöhle. Das Gras wie ein Bürgerhügel. Man nur vermuten, dass die nördliche Grenze der Nalmark in der Vergangenheit weiter östlich lag und dieser Hain in der letzte Zeuge dieser längst vergangenen Zeit. Dann versuchen wir da mal hinzukommen. Oh, ich will wieder kämpfen. Can you make an epic pose? I need inspiration. Komm, wir stürmen die erstmal zu Tode. Ja, auch stürmen? Ja. Und sie auch. Boah, alle Fehlschlagen. Ah, ja, ich hab mich gerettet. Was ist das für ein Mega-Vieh? No one stands in my way. Ah, ich hab den nicht gehäutet. Ja. Bin schon halb tot. Hier war sonst nichts, ne? I won't be halted. Ich bin Lindsay, die Autorin des Buches, das ihr werter Leser in Händen halten. Ich habe eins an der Akademie der Künste in Pitax studiert. Können wir dann hier doch ein bisschen Aufklärung betreiben? Das bringt noch nichts. Das war das uralte Grab. Guck mal hier mal. Ach doch, da waren wir. Das war da, wo wir
Tatuccio das erste Mal gestillt hat. Nach dem Grab, ne? Ja, genau. Immer gemaßen. So, muss mal gucken. Also der untote Wächter hat gar nicht, ne? Wie bringt sie denn 12? Dann versuchen wir mal so, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir angegriffen werden. Wissenwelt zum Kochen. Glaube ich ein bisschen besser. Komm mal rein, ändern die Stellung. Die untoten Wächter haben es nicht gemacht. Dwarves are usually fun. They like the bottle. They like to play and shout, but you just mumble all the time. I am called Strange by a barbarian who gets into every fight she can and doesn't believe in the inevitability of death. This is truly amazing. Hat ja mal alles geklappt. Fett gebufft. Aber wir müssen irgendwie ein paar Level zusammenbringen. So ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja, okay, nein, geh mal. Geh mal zu dem Banditenlager hin. Oder mal hier unten am Fluss lang. Das ist zu heftig. Ja, sonst gehen wir mal zu den Banditen. Resting would be nice, don't you think? Ja, weiß ich. Machen wir hier jetzt. Wird alles Standard. Wir können die eigentlich auf 1 setzen, ne? So. Die ist die beste Wächterin sozusagen. Ja. Go. Wow, das klappt ja heute. Gut, okay, dann wollen wir mal speichern. Dann gehen wir mal zu den Banditen. Dornfurt, möchte die Örtlichkeit betreten, ja. Die anderen ist zu schwer, alles noch. Ich möchte erst ein bisschen Level sammeln und vielleicht noch einen Gefährten oder so. I won't be halted. Hier kommen wir nicht rüber. What's that? Wissen wir gleich. Ein Taler. We do it my way. Nein, hier kommen wir nicht rum. Wir müssen hier rüber. Nochmal Beeren, essbare Moose. Okay. You see that? Ja. Lindsay? Just not my lucky day. Oh, so wie hat sie sie nie ausgelöst? Can you make an epic pose? I'm sorry. I need inspiration. Voll ausgelöst, super. What's that? Unworthy. Yeah.
Er segnet schon wieder rum. Wird Linz hier für sich nochmal die da? Anything else? Nee, das passt schon. Hier war eine Falle. Was haben wir da? Ein robuster Karren mit Waffenspuren an den Seiten. Hier wurde irgendwer überfallen. You cannot stand against me. Okay, hier sind schon die ersten Banditen. Ja, das ist... Repent. Komm, Blitzi. Gut. Guter Schuss. Okay, den da oben können wir leider nicht looten. Oh, noch ein Schutzring. Weit kommen wir hier hoch. Onwards! Boah. Ich stehe jetzt so weit hoch und nichts. Ja, wie viele sind hier Banditen? Ach, das war uns jetzt zerknüllte Brief. Hier haben wir ein Rezept. Formation passt eigentlich so, die beiden Schwachen da hinten. Das heißt, der Zwerg ist eigentlich nicht schwach, aber das ist der einzige, der heilen kann von uns. Das ist schon wichtig, dass er hinten steht. We do it my way. Was ist da? Okay, die Habseligkeiten der Banditen bilden einen unordentlichen Haufen. Wahrnehmung 18. Die Habseligkeit nach Informationen oder Wertsachen durchsuchen. Erfolgreich. Unter all den Kleidern und Decken findest du ein Versteck. Als du den Deckel eines kleinen Hohlraums anhebst, findest du eine Kiste voller Flaschen. Auf der Seite der Kiste steht Wein für den Hirschkönig. Wagt es nicht, ihn zu stehlen. Stehlen, ihr Narren. Das würdet ihr bereuen. Den Wein vergiften. Wissen Natur erfolgreich, den Wein vergiften. Jawohl. Ich glaube, das ist wichtig später. Speicher. Was haben wir hier noch? Mal einen Zauber. Können wir mit denen reden oder greifen die an? Die reden, okay. Die dunkelhaarige Banditin stampft wütend auf den Boden. Als sie dich sieht, strafft sie ihre Schultern und greift zu ihren Handechsen. Na, wen haben wir denn da? Das ist diese... Die sollen wir eigentlich hier verschonen, oder? Ich suche die Festung des Hirschkönigs. Wärt ihr bereit, mir zu helfen für eine kleine Belohnung? Ihr könnt mir alles erzählen, was ihr über den Hirschkönig wisst und wo er steckt. Oder ihr könnt sterben. Ne, das ist glaube ich. Ich suche die Festung. Fragen wir erstmal. Denkt ihr wirklich, ich diene ihm wegen des Geldes? Kressel grinst verbittert. Genug geredet. Sterbt. Ja, ja, was soll ich da machen? Ja! Da ein kritischer Treffer hin. Der hat gerade schon was abgekriegt. Mach mal den Sturm auf wen denn? Der steht oben. Jawohl. Kann die alle nicht stürmen. Okay, versuch mal demoralisieren auf Kessel. So. Hat er jetzt oder hat er nicht?
Einschüchtern Wurf erfolgreich. Gut. Okay, dann machen wir sie nochmal schwächer. Der Kessel ist weg. So. Jetzt demoralisiere ich ihn mal. Haben wir dem schon was getan? Ne. Das können wir eigentlich nur abwarten. Serves you right. Na also. Ist aber doof, wenn die da oben stehen, du. I won't be halted. Hier ist Svetlanas Ehering. Beil, Meisterarbeit. Magisches beschlagenes Leder. Ah, nehmen wir die mal mit. Oh, was können wir nicht wegwerfen? Okay, haben wir hier noch eine Kiste? Applaus, please! Gut gemacht. Das hat noch alles. Büchers. Ein Rezept für Pfannkuchen und schriftliche Befehle. Du siehst einen dunkelhaarigen Mann von etwa 45 Jahren, wobei ihn die Falten in seinem Gesicht auf den ersten Blick wirken lassen, als wäre er schon 60. Seinen gefesselten Händen nachzuurteilen, ist er ein Gefangener. Er geht leicht gebeugt und blinzelt angesichts des Lichts, während er seine Lippen bewegt, als würde er mit einem Unsichtbaren sprechen. Als er dich bemerkt, hebt er ruckartig den Kopf. Hat wohl gebetet oder? Erastel sei gepriesen. Endlich hat jemand diese Schurken verjagt. Danke, Fremder. Ich heiße Jod Kafken. Ich bin ein Priester von Erastel und stamme aus Galt. Diese Banditen haben mich angegriffen, als ich den Fluss überqueren wollte. Sie sagten, sie wollen mich zu ihrem Anführer bringen und zwingen, ihre Wunden zu heilen. Nie im Leben. Die Stärke, die Erastel mir geschenkt hat, ist dazu bestimmt, ehrlichen Leuten zu helfen, nicht Räubern. Aha. Wie hat es euch in diese Lande verschlagen? Ich wurde von Visionen geleitet, die der Elchgott mir geschickt hat, sagt Jod ehrfürchtig. Erastel hat mir gezeigt, dass irgendwo in diesem wilden Tal ein Tempel des Elchs steht, ein uralter Schrein, verlassen und entweiht. Ich habe die Ruinen des Tempels gesehen und den Schatten eines Räubers, der in magischem Nebel lauert. Ich habe die Echos von grauenhaften Rituale gespürt, die an dem einstheiligen Ort durchgeführt wurden. Ich habe keinen Zweifel, Erastel hat mir all das gezeigt, damit ich der gottlosen Zauberei ein Ende setzen kann, die den Tempel entweiht. Wo liegt dieser Tempel? Das weiß ich nicht. Selbst göttliche Visionen sind oft vage und unzuverlässig. Ich weiß nur, dass der Tempel sich irgendwo in der Nähe befindet, in der Nalmark. Ich habe jedoch Angst, ihn alleine zu suchen. In dieser Gegend lauern hinter jeder Ecke Banditen. Jod schüttelt traurig den Kopf. Also, es freut mich, dass ich helfen konnte. Das ist irgendwie doof. Jod murmelt vor sich hin und reibt sich die Hände. Ach, in welchen Zeiten leben wir nur? Dass uns der Anblick eines ehrlichen Mannes ebenso überrascht wie ein Manticore vor einem Gemüsestand. Danke für eure Hilfe. Ich habe meinen Vorrat an Gebeten aufgebraucht, aber ich revanchiere mich gerne später, wenn meine Kraft wiederhergestellt ist. Kommt zu mir, wenn ihr geheilt oder gesegnet werden wollt. Na gut. Ich fürchte, ein alter Narr wie ich ist der Mission, die Rastel mir aufgetragen hat, allein nicht gewachsen. Wie kann ich nach dem Tempel suchen, wenn die Banditen in der Gegend mich keinen einzigen Schritt machen lassen? Ich gehe zu Olegs Außenposten oder Handelsposten, um mich auszuruhen und zu überlegen,
wie ich weiter vorgehen soll. Bitte, Reisender, wenn ihr zufällig die Ruinen des Tempels des Elchs findet, sagt dem alten Jod Bescheid. Meine Dankbarkeit wird grenzenlos sein. Okay, Jod, hau ab. Machen wir da. Ein Wachturm, die Banditen hatten offenbar vor, die Gegend ernsthaft zu sichern. Okay, vergifteter Wein. Was du? Head on! Hier ist noch was. Mal richtig Ausbeute hier, ne? Das ist die Ecke. Okay, gut, haben wir es geschafft. Hier was aktualisiert. Alte Hütte untersuchen, für die sich der Hirschkönig interessieren. Ach so, ja. Wir haben ja Rezept. Den Ring. Okay, das lesen wir mal nicht, aber die schriftlichen Befehle lesen wir. Kressel, deine Aufgabe. Sobald du die Steuern eingetrieben hast, gehst du zu einer alten Hütte am Oberlauf des Dornflusses und brennst sie nieder. Das ist der Wunsch des Hirschkönigs. Er sagte ausdrücklich, niederbrennen, niederbrennen. Eigentlich sollte sich Dovan darum kümmern, der weigerte sich allerdings, als er hörte, dass die Hütte unbewohnt ist. Er meinte, unbewohnte Häuser niederzubrennen wäre langweilig. Oh Mann. Also versprach ich, jemand Verlässlicheren zu schicken. Der Auftrag ist ungewöhnlich, aber erledige ihn bitte möglichst schnell. Und kein Was zum oder Wozu mit Bagatellen abgeben, anstatt den König mit Restoff vorzubereiten. Den Krieg mit Restoff vorzubereiten. Dazu kommen wir noch. Ah. Okay. Also so eine Hütte sollen wir jetzt hin. Da haben wir die nächsten. We do it my way. Wo ist sie? Da oben, verlassene Hütte. Die Überreste eines kleinen Hauses nebst Steinaltar sind tief in den Wäldern verborgen. Die örtlichen Jäger, die hier ab und an lagern, versuchen sich keine allzu großen Gedanken darüber zu machen, wer die Hütte gebaut hat und warum sie verlassen wurde. Ja, ich glaube, das ist ja alles ein bisschen zu hart für uns. Dann gehen wir mal zu der Hütte. Was war das hier noch? Schlitzzahn. Können wir hier rüber? Ja, ne? Den können wir eigentlich auf den Weg machen. Nein. Oh nein. Hoffentlich nicht zu hart. Bin Junge, braucht die Erfahrung. Oh oh. Magier der Technikliga. Eine Gruppe schwer bewaffneter Kämpfer nähert sich. Einer von ihnen erhebt das Wort und deutet auf dich. Hey, ihr da, kein Schritt weiter. Kalana, wie wär's mit dem da? Wäre er in Ordnung? Was? Die Anführerin der Gruppe mustert dich mit ihren kalten, wachsamen Augen. Der da? Ich denke schon, aber mir gefällt seine Nase nicht. Über wen reden die? Sie mustert deine Gefährten sorgfältig, aber gleichgültig, als würde sie Waren auf einem Markt prüfen. Hört zu, ihr Landstreicher. Wir sind von der Technikliga. Unser Sklave ist gestorben. Und wir brauchen Ersatz. Einer von euch wird uns begleiten. Der Rest kann machen, was er will. Und versucht nicht, euch zu widersetzen, wenn ihr nicht wollt, dass wir euch alle töten. Entscheidet nun, wer mit uns gehen wird. Was? Wer ist die Technikliga?
Eine sehr ernsthafte Organisation aus Numeria. Leute, mit denen man sich besser nicht anlegt. Das gilt übrigens auch für dumme Fragen. Okay. Reden könnt ihr gut, mal gucken, wie ihr kämpft. Großer Fehler. Oh, ich habe vergessen, Level Up zu machen. Machen wir das schnell. Kampfmagus. Angriffsbonus. Entweder ein Talent. Leider kein Punkt her. Vier Punkte hier. Man könnte die erhöhen. Ja, Athletik lassen wir nochmal weg. Ja, Religion habe ich keine Aktien drin. Okay, was machen wir? Mein eigentlich mal ausweichen nehmen. Hältst dein Ausdauerspiel plus 1 auf deine RK einen Zustand, durch den du deinen Geschicklichkeitsbonus auf die RK und die Vorteile dieses Talents verlierst. Ne, das ist auch doof. Den will ich ja behalten. Plus 2 Reflexe, defensive Kampfweise. Ich würde eher sagen, wir gehen jetzt schon auf Kriegswaffen. Exotische Waffen. Da. Dann können wir nämlich das Duellschwert benutzen. Das eine nur. Dann wird da keine Genauigkeit nehmen wir. Schwert. Gabe des Todes. Das Kälteresistenz und Schadensresistenz 5 für Magie auf Stufe 9. Ja, okay. Also ich bin Magie. Hab gute Magieabwehr weiter. Keine Ahnung. Die doppelt nehmen, nein. Und immer magische Geschosse. So. Basis wird 14 nur, okay. So, Stufenaufstieg, fertig. Stufenaufstieg, fertig. Stufenaufstieg, ja, das ist so toll. Okay, wir haben einen normalen Stufenaufstieg gehabt. Das heißt, ich kann jetzt... schnelle Aktion deiner Kampf vorzuwenden, um dich selbst zum Ende deiner Runde ein Verständnisbonus deines Charisma-Bonus auf alle Angriffswerfe zu gewähren. Also Charisma ist das Wichtigste für mich. So. Ich hau mir erstmal eine Waffenverbesserung rein.
Na, warte mal kurz. You out of our story. Na gut, einer ist weg. Jetzt kann ich eigentlich mal hier die Kalana anstürmen. Okay, gut. Dann kann er sich eigentlich mal um den hier kümmern. Magier. Und ich mach mal eine Einschüchtern. Zwei Wölfe. Oh shit. So, könnt ihr mir mal die Wölfe hier bitte von der Pelle hauen? Serves you right. Und ich nehme hier einen Heiltrank, ne? Ich hab da einen Heiltrank genommen. Heiltrank. Oh, genau verkehrt. Shit. Wo rennt Amiri hin? Ah, die hat das gefürchtet, ja. 8 Sekunden. Was sagt die? Ihr habt den Weg der Technikliga gekreuzt. Das wird euer Untergang sein. Aber es hat doch noch geschafft. Puh, war ganz schön auf die Nase gekriegt. Oh, meine Stoik. Oh, Standard. Das ist eine Zufallsbegegnung. I won't be halted. Hier geht's wieder raus. Von der Sumpf. Sonst nix. Ja. Wir sind alle blind. Wir müssen jetzt mal rasten, wie doof jetzt. We do it my way. Oh nein. Die heimtückischen Schergen der bedrohlichen Technikliga sind in der Wildnis der geheimnisvollen Raublande verschwunden. Aber nicht lange, wir werden sie bald haben. Doch zunächst müssen wir ihre Spur finden und dazu... Ja, wissen kann ich. Muss ich eine 9 würfeln. Versuchen wir auf Basis unserer Beobachtung zu ermitteln, welchen Zauber Kalana benutzt hat, um zu entkommen und wo er sie hingebracht haben könnte. Das ist sogar noch einfacher. Versuchen wir das erstmal. Gescheitert. Oh. Leider ist ein Zauber eine so schwer. Ist ein Zauber eine so schwer fassbare Sache, dass man ihn eigentlich nicht mal eine Sache nennen kann. Egal wie sehr wir uns auch den Kopf zermarterten, wir hatten keine Ahnung, was sie benutzt hatte. Wir brauchten eine andere Lösung. Also. Versucht wir jemanden zu finden, der diese verabscheuungswürdigen Leute gesehen hat. Auch gescheitert. Leider sind die wilden Wälder der Raublande nicht wie Straßen in der Stadt, wo man mit Passanten reden, eine Taverne besuchen, die Betrunkenen befragen oder ein Bier bestellen kann. Wir trafen in dem ganzen Gebiet nur einen einzigen Pilzsammler, der unsere Waffen wohl als bedrohlich empfand, kehrt machte und weglief.
Niemand würde uns helfen, also. Oh, Natur. Oh, sie schafft das? Oh Gott. Die Schergen der bedrohlichen Technikliga sind wahrlich heimtückisch. Und die Raublande sind ein einziges geheimnisvolles Dickicht. Aber wahre Helden ficht so etwas nicht an. Wir nahmen problemlos die Spur dieser Schurken auf und fanden schon bald ihr Lager. Oh Gott, ich habe noch nicht gerastet. Ich hätte rasten wollen. Das wird nichts. Da ist das Lager. Okay, wir rasten. Standard, ja. Was ist mit dem Rezept? Können wir gewürzte Geflügel machen? Gut, wir haben Ration. Tarnung nicht. Kochen gut. Alles klar. Und unsere Debuffs sind auch weg, wie es scheint. Also irgendwie nach Schlitzzahn hier unten. Schlitzzahn. Der war irgendwie da drauf. Da wären wir also. Das Monster ist hier. Und jetzt reiße ich es in Stücke. Seht nur zu. Sie räuspert sich. Wo ich herkomme, gibt es einen Brauch. Ein Knabe muss vor den Ältesten ein Monster töten, um zu beweisen, dass er ein Mann ist. Die Barbarin räuspert sich, um Zeit zu gewinnen. In unserem Stamm gibt es keinen Initiationsritus für Mädchen. Also habe ich selbst eine Prüfung organisiert, wie in dem Land über das Waisenkind, wie in dem Lied über das Waisenkind Kargul. Ich habe einen Höhlenlöwen im Duell besiegt. Hier, seht ihr? Die Narben hier stammen von diesem Kampf. Und wisst ihr, was meine Ältesten getan haben? Als ich ihnen die Haut des Löwen vor die Füße warf? Sie haben euren Initiation in irgendeiner Formalität nicht richtig erklärt. Schön wär's. Sie haben mir ins Gesicht gelacht. Sie sagten, ich hätte mir selbst ein den Bauch zerkratzt und einen Mann angeheuert, der den Löwen für mich tötet. Im Tausch gegen... Bah! Später haben sie meiner Initiation natürlich zugestimmt, weil sie keine Wahl hatten. Aber Amiris Stimme bebt vor Zorn und sie spuckt auf den Boden. Müsst ihr ihn wirklich im Duell töten? Unsere ganze Gruppe wird nötig sein, um diesen Schlitzzahn zu besiegen. Ja, das wäre mal eine Frage. Aus der Ferne studiert Amiri die muskulösen Körper und die scharfen Hauer von Schlitzzahn. Bah, denkt ihr etwa, ich kann alleine kein Schwein schlachten? Wobei, würden die Ältesten zusehen, dass die Bestie den Knaben tötet, würden sie ihm helfen. Das ist keine Schande. Aber das ist unwichtig. Es fiel mir nur eben ein, ihr bleibt einfach hier stehen und seht zu, wie ich die Bestie aufschlitze. Ich habe noch nie etwas Dummes, so Dummes gehört. Schlitzer am Versteck verlassen. Ein solcher Kampf muss gut vorbereitet sein. Schlitzer angreifen. Auf für den Kampf! Gorum, steh mir bei! Bei einem Kampfschrei stürzt die Barbarin auf den Eber zu. Ich gehe allein, verstanden? Na, mach mal. Aber komm doch noch. Warum
alle drauf. Das ist schwer atmend steht Amiri über dem Kadaver des erlegten Monsters. Was sagt ihr jetzt? Da staunt ihr was? Ich hätte ihm fast den Kopf abgeschlagen. Ja, ein wahrlich epischer Kampf, genau wie in den Sagen. Ich muss für mein Buch nicht einmal etwas ausschmücken. Erledigt, Prüfung gemeistert. Jetzt wird niemand mehr sagen, Amiri sei schwach. Sie grinst und reckt stolz die Brust. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr dieses Monster töten wollt. Ihr habt diese Prüfung doch schon abgelegt, als ihr bei eurem Stamm wart. Amiri errötet. Nun, nicht nur Welpen müssen diese Prüfung ablegen. Kommt ein Mann als Neuling zu einem Stamm, muss er das Fell eines Monsters mitbringen. Das beweist, dass er kein Schwächling ist. Ihre Stimme wird leiser und verstummt schließlich. Ach so, also sie will das mir, hat das für mich getan, unseren Stamm, unsere Gruppe. Ich fühle mich geehrt, dass ihr mich als Mitglied eures Stamms betrachtet. Ihr seid eine starke und tapfere Kriegerin. Seid ihr etwa verlegen? Ich mache diese ganze Stammesidee nicht. Ja, ich bin geehrt. Ich fühle mich geehrt, dass ihr mich als Mitglied eures neuen Stammes betrachtet. Ihr seid eine starke und tapfere Kriegerin. Fang nicht an, nicht davon an. Amiri hält inne und ringt nach Worten. Erzählt mir nichts über Ehre und Tapferkeit. Ich kenne das alles schon. Sie runzelt die Stirn und wendet sich ab. Trotzdem schulde ich euch Dank. Ihr habt das Herz eines wahren Häuptlings. Wisst ihr was? Wenn wir noch so einem Monster begegnen, töte ich es auch. Nicht als Prüfung, einfach nur, damit niemand je sagt, Amiri sei keine Kriegerin. Ah, die ist gut. Da ist der Kopf. Hier ist noch Zeug von anderen Helden, die es versucht haben. Fallen finden. I won't be halted. Soll ich einfach nochmal ablaufen? Vielleicht finden wir noch was. We do it my way. Wir hätten jetzt immerhin einen Stufenaufstieg. Das heißt, wir können jetzt stärker. Gut, ich beweisen. Nochmal helfen wir ein mächtiges Monster. Totem Walks. Warum ist das noch an? Achso, den Walk müssen wir noch umbringen. Ja. Ach guck mal, ich kann jetzt beschlagenes Liga plus 1 benutzen. Ist ja noch besser. Okay. Können wir denn dann Iris geben, was besser ist? Macht sie noch besser. Die haben sowieso die Panzer und Kettenpanzer und so an. Wäre doch was für sie. Und sie Shelly so ein Armor. Sie kann noch den Schutzring kriegen. Ja, ist aber doof, dass ich jetzt nur das Duellschwert benutzen kann. Mit meiner Fähigkeit. Wähle deinen exotischen Waffentyp wie Duellschwert oder Sai aus.
weiß, mit diesem Waffentypen Kampf umzugehen und kannst Besonderheiten und Qualitäten dieser Waffen nutzen. Ja, wichtig ist, dass es eine Geschicklichkeitswaffe ist. Dann kann ich die Stärke nämlich komplett ignorieren, eigentlich. Und der Schaden vom Duellschwert basiert auf Geschicklichkeit, wenn man die Aldori-Dings-Fähigkeit nimmt. Ja gut, das war der Schlitztyp. Und gleich zur Technikliga, ich weiß nicht. Jetzt mal hier links. More strength fades. Ja, nochmal rasten. Nein! Mach den breit. Auf der Straße? Ich war am Rasten. I'm superior! Don't you think? More strength. Kämpfen, da will ich jetzt nichts mit Strengths Fates. I'm hungry. When we stop. Die sind ja drauf. Ja, das ist blöd. Lindsay, I'm telling you for the last time. Stop checking whether I'm sleeping or meditating. I've told you 100 times I don't need sleep. Fine, fine. I'm just curious whether you'd snore someday during meditation. Toll. Ja, ihr Teil ist untot, sie braucht nicht schlafen. Ja, gut. Gute Gegend. I won't be halted. Ich finde mal nichts, ne? Gut, also ich will jetzt auch mal vorwegnehmen. Im letzten Spiel hatte ich die Technikliga einfach übergewälzt. Und diese beiden chaotischen Typen befreien. Bin jetzt am überlegen, ob ich mich mal mit der Technikliga, inwiefern mit denen man mit denen verhandeln kann. Ne? Dummerweise habe ich mein Duellschwert bei Olex Handelsposten liegen lassen. Schauen wir mal. Lager der Technikliga. Zumindest haben wir es gefunden, das ist schon mal gut. So, wir machen jetzt mal einen Speicherstand, das ist wichtig. Wo ist das? Oh, hier ist das Lager anscheinend. Bogenschütze. Weg. Nur so ein Monsterhase. I won't be halted. Okay, gut, erkundet. Dann kommen wir eigentlich nur rein hier. Can you make an epic pose? I need inspiration. Geht auf die Jagd und bringt reichlich Fleisch mit. Ja, ich muss erstmal mein Ding reinziehen. Ich kann eigentlich schon mal auf Kalala. Ne, oder den, oder gar keinen. Lass mal die erstmal alleine laufen. So, ich hab mein Ding einge. Noch nicht. So, ich hab mein Ding jetzt eingedingstet. Jetzt könnte ich die eigentlich mal erschüttern.
Yes. Was Kalalaya? So, jetzt würde ich ganz gerne mal auf irgendeinen Sturm. Kann ich auch wieder nehmen. Warte, wird tödlich. Alter, berühr den mal. Mach mal irgendwas. Wer steht da noch? Sklaven. Geh mal alle auf den. Okay, Kalala. Kalala wirft ihre Waffe weg und hebt ihre blutverschmierten Hände. Gnade, tötet mich nicht. Der Halborg entblößt seine Zähne. Das sagst du jetzt, Miststück? Das wollte ich schon lange tun. Er wirkt einen Zauber und auf seine ausgestreckte Handfläche beginnen Funken zu tanzen. Die Halbelfin legt ihre Hand auf seine Schulter. Rieger und Gar, komm schon, lass sie gehen. Es ist eine Sache, sie im Kampf zu töten, aber sie unbewaffnet hinzurichten. Gönnt ihr doch die Freude, frei zu sein. Habt ihr den Verstand verloren, Octavia? Dieser Abschaum gehört zur Technikliga. Sie hat uns eigenhändig gefesselt und ihr wollt sie ihr vergeben? Denkt ihr, sie wird es euch danken? Ha, es wird eine neue Bande um sich, scharen und uns wieder gefangen nehmen. Okay, bevor ich über ihr Schicksal entscheide, möchte ich einige Fragen stellen. Ich werde euch alles erzählen. Ich weiß viel. Ihr werdet sehen. Ich bin euch lebend weit nützlicher als tot. Erzähl mir von der Technikliga. Sie ist eine uralte Allianz der Magier und Scholaren der numerianischen Ödlande und ihrer Technologien. Wir sind die mächtigste Organisation in ganz Numeria. Wir besitzen Fähigkeiten, von denen die Ureingeweihten nur träumen können, und unsere Agenten sind überall, nicht nur in Numeria. Glaubt mir, diese Leute wollt ihr euch nicht zu Feinden machen. Droh mir nicht, sonst bist du tot. Klingt vielversprechend, sagt Jesa. Ist es normal, dass die Technikliga willkürlich Leute gefangen nimmt und versklavt? Kalana zuckt mit den Schultern. Die Technikliga ist so stark, weil sie sich nicht scheut, sich Dinge, die sie braucht, zu nehmen. Egal, was das Gesetz dazu sagt. Uns fehlte ein Sklave. Wir haben euch unterschätzt. Das war natürlich ein Fehler. Dafür entschuldige ich mich. Na gut. Neutral. Was macht ihr mit in diesem Teil der Welt? Ich wurde von Maestro Janusz geschickt. Er ist eine sehr bedeutende Person und ein mächtiger Magier, der diese undankbaren Sklaven alles gelehrt hat, was sie wissen. Er war außer sich, wenn er wird außer sich sein, wenn er erfährt, dass sie frei sind und denjenigen gewiss aufspüren, der das Eigentum der Technikliga gestohlen hat. Glaubt mir, mich braucht ihr dazu nicht. Ob ihr mich nun tötet oder nicht, er wird euch in kürzester Zeit finden. Ihr sagt, dieser Maestro wird uns trotzdem finden? Dann bringt es uns ja nichts, euch zu verschonen. Er hat zu Recht. Ihr solltet den Maestro nicht verärgern. Wenn ihr mich tötet, wird er sehr wütend sein. Oh, ich habe solche Angst. Wisst ihr, ich mag es, wenn Sklaventreiber und andere Arschlöcher sauer auf mich sind. Dann kann ich sie in Stücke schneiden. Ja. Warum habt ihr diese beiden in Ketten gelegt? Weil sie uns gehören. Die Technikliga hat viel Geld in die beiden investiert. Wir haben sie gefüttert und gut behandelt. Sogar die Magie haben wir sie jahrelang gelehrt. Sie haben uns ein Vermögen gekostet und wir werden sie nicht freilassen, egal was eure hiesigen Gesetze sagen. Wir sind absolut im Recht. Ich habe keine weiteren Fragen. Kalana, hört mir zu. Trefft keine übereilten Entscheidungen. Ich bin eine wichtige Person innerhalb der Technikliga. Ich habe Beziehungen. Ihr würdet von einer solchen Verbündeten nur profitieren. Rogungar, erkennt ihr jetzt, was für ein Miststück sie ist? Geh mir aus dem Weg, damit ich sie rösten kann.
Dieser Herrscher über dieses Land habe ich vor, öffentliche Hinrichtungen einzuführen. Hä? Und wird sie da getötet oder nicht? Bei dem. Also hier wird sie frei. Hier wird sie sterben. Rogungar tötet sie. Hier töte ich sie selbst. Hier wird sie freigelassen. Und hier sage ich, als zukünftiger rechtmäßiger Herrscher über dieses Land habe ich vor, öffentliche Hinrichtungen einzuführen. Wird sie da jetzt sterben oder nicht? Ich meine, die drei sind klar. Das weiß ich noch nicht. Ich will sie eigentlich verschonen, also ich gehe auf Nummer sicher. Nehm das hier. Ich werde ihr Leben verschonen, kehrt nach Numeria zurück. Rogungar schlägt Kalana ins Gesicht. Geh mir aus den Augen, du Abschaum. Danke den Göttern, dass meine Freunde so weich sind. Okay. Er haut ab. Ihr hättet ihr Leben nicht verschonen sollen. Andererseits, welchen Unterschied macht es schon? Wir sind so oder so im Ibis. Wir werden so oder so. Sie wird so oder so im Ibis verrotten. Seine Ebene der äußeren Sphären, in dem das Böse herrscht, ohne von Gesetzen belästigt zu werden. Naja. Haha, wir sind frei, nicht zu fassen. Frei wie Vögel im Wind. Puh. Haha, Rogungar nimmt Octavia in die Arme, die ihrerseits lacht und ihn auf die Lippen küsst. Danke, ja, nicht wie lange wir schon versucht haben, der Technikliga zu entkommen. Das ist ein Wunder. ja, ich kenne die ja vom letzten Durchgang. Ich weiß, eine ist chaotisch gut, eine ist chaotisch böse. Im Grunde passen die ganz gut rein. Wer seid ihr? Ich bin Rogungar und das hier ist Octavian. Diese verfluchten Numerianer haben uns als Sklaven gehalten. Aber wir sind keine einfachen Schatzsucher. Seht ihr, wie viele Leute uns bewacht haben? Das liegt daran, dass wir Magie einsetzen. Und ich bin nicht übel mit einer Klinge, wo wir gerade dabei sind. Die sind nicht übel. Wir könnten sie in unserer Gruppe gebrauchen, sagt Amiri. Was ist die Technikliga? Eine riesige menschenfressende Spinne, die ganz Numeria in ihren Netzen fängt. Sie sind eine Geheimgesellschaft arkaner Zauberwirker, die alte Technologien studieren. Sie haben überall Augen und Ohren, nicht nur in diesem Land. Angeblich steht sogar Kevod Kul auf ihrer Gehaltsliste, der Herrscher von Numeria. Außerdem kontrollieren sie den Sklavenhandel im Land. Sie haben viele junge Schatzjäger und Abenteurer auf dem Sklavenmarkt enden sehen. Möge die Technikliga in Abaddon verrotten. Wie wurdet ihr von Kalana gefangen genommen? Ich weiß nicht mehr, wie oft wir versucht haben zu fliehen. Wir haben wirklich alles versucht, wurden aber jedes Mal gefasst. Und dann haben sie uns uns einfach woanders hingebracht. Ich weiß nicht, wer uns hätte kaufen sollen, aber stellt euch vor, wie glücklich wir waren, als wir erfuhren, dass wir uns in die Flusskönigreiche, dass sie uns in die Flusskönigreiche bringen, wo die Sklaverei verboten ist. In der Tat, wir haben so oft versucht zu fliehen, doch am Ende hat uns die Liga selbst ins freie Gefilde gebracht. Unter schwerer Bewaffnung, das kann ich euch versichern. Wärt ihr nicht gewesen, wer weiß, wohin sie uns als nächstes gebracht hätten. Wir müssen etwas besprechen. Geht zu Olegs Außenposten, dort seid ihr sicher. Ich komme in Kürze nach. Ja. Wir werden auf euch warten, aber passt auf, dass euch niemand folgt. Die Technikliga hat überall Augen. So, letztes Mal habe ich Kalana umgebracht, diesmal habe ich sie gehen lassen.
anything else. Oh, sie hat was geknackt. Ja. Applaus, please. Oh, hier, der war ein Lauf heute. War das ein magisch? So, wie nochmal hier noch? Schwerer Schild. Ja, ist gut. Gefangenen befreien. Freiheit, Freiheit hin. Okay. Schatten von Absalom. Und ein Kettenhemd, das ist gut. We do it my way. Wollt ihr was hier? Hier kommen die nicht ganz hin, weil der Bogenschütze rumliegt. Ist aber auch nichts mehr. Wo ist das für ein Kettenhemd? Plus 1, so nicht schlecht. Trägt sie schon. Wäre das nicht was für sie? So leichter. Mehr Rüstungsklasse. Ist auf jeden Fall besser für sie. Ja, yeah, glaub schon. Ich seh Ketten. Vielleicht ein Kettenpanzer. Schwerer Schild hat er auch. Kriegt die Lederrüstung. Ich habe beschlagene Leder plus 1. Ja. Erhöht die Glaube. Wir gehen jetzt mal. Ich weiß noch nicht, ob ich. Wir wollen hier da rausgehen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt Rogon gehe oder Octavia in die Gruppe nehme. Ja, ist Mist. So, das haben wir gemacht. Ist aber weit. Hier werden wir nie über den Fluss kommen, ist wahrscheinlich sowieso alles so. I require rest. Komm ich schon wieder? Ja, machen wir hier mal ein Päuschen. Bin schon ganz eine Menge rumgereist. Und dann beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Ich hab gesagt, lass uns. Oh nee. Ich wollte nur noch mal schnell nach Oleg nach Hause. I'm hungry. When we stop. Ja, ich mein. You cannot stand against me. Ich muss erstmal kämpfen. Kann mich mal einer heilen nochmal? Oh, der hat aber komplett zerlegt. I won't be halted. Ich frage mal, ob wir jemals magisches Zeug finden hier. Von Zufallsbegegnungen, meine ich. We do it my way. Oh, Lindsay, immer müssen wir auf dich warten.
Mann, Mann, Mann. Ja, weiter. Weiter. Nein, da läuft ja nur bekannte Wege. Ich würde jetzt einmal hier aufklären, sozusagen. Oder gehen wir hier oben rum. Alte Eiche? Aha. Also das Leuchtende, das heißt, wir sind da noch nicht gewesen. Oder? Soll es nicht so einfach, also man muss schon ein bisschen was machen, damit man überhaupt die Level erreicht, um die Quests voranzutreiben. Oh, Octavia, in freudiger Erwartung atmet Octavia den Duft ein, der aus Oddix Handelsposten zu euch weht. Frisches Brot, ich kann es kaum glauben. Die ganze Zeit, die wir in Kriefing saßen und durch Schlamm gekrochen sind, gab es auf der Welt Orte, an denen frisches Brot gebacken wird. Und jetzt sind wir hier. Ich wette, die haben saubere Bettlagen. Vielleicht kann ich sogar ein Bad nehmen. Haha, ein Mädchen wird ja wohl noch träumen dürfen. Das Essen hier ist nicht sonderlich gut, um ehrlich zu sein. Sag ich mal. Kommt darauf an, womit ihr es vergleicht. Gemessen an dem Fraß, das uns die Technikliga vorgesetzt hat, erwartet uns hier ein Festmahl. Ihr tut so viel für uns. Macht ihr das aus Herzensgüte oder vielleicht, die Halbelfin lächelt kokett, vielleicht seid ihr von meiner Schönheit entzückt. Diese eingebildet. Stimmt, ich hätte das Lager der Technikliga nie gefunden, wenn eure Schönheit mich nicht hingeführt hätte. Was fragt ihr mich da? Wir sind Freunde. Ich kümmere mich um euch, weil ihr jetzt zu meiner Gruppe gehört. Wir werden uns nicht nur einmal gegenseitig das Leben retten müssen. Ihr vergesst euch, ihr seid in meiner Gruppe, um zu kämpfen und nicht um mit mir zu tändeln. Naja, mit der will ich nichts anfangen. Oder vielleicht auch, nee. Ich kümmere mich um euch, wenn ihr jetzt nervt. Ne, ich will nichts mit ihr anfangen. Die ist chaotisch. Das war nur ein Scherz, haha. Nehmt nicht alles ernst, was ich sage. Schön genug geredet. Uns erwarten frisches Brot und saubere Lagen. I won't be halted. Also ich schätze mal, man könnte dann mit Octavia das irgendwo hinführen, ne? Ich bin komplett fertig. Zweimal übermüdet und wahrscheinlich fett überladen. We do it my way. Verkaufen noch den Schrott. Dann gehen wir schlafen. Schlitzern ist tot, ihr könnt euch seinen Kopf als Trophäe an die Wand hängen. Gut. Oleg wirft einen respektvollen Blick auf den blutigen Kopf des Ebers und berührt dessen Hauer, als wolle er deren Schärfe prüfen. Was für eine Bestie, ich hätte gerne eine solche Trophäe, aber Geschäft ist Geschäft. Den Kopf bekommt der alte Benson und seine Belohnung soll euch gehören. Sag mir deine Wahlen. Müll verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. Müll, 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 Müll. Noch da was? Nee. Und der hätte wieder eine Aufflamme. Der Streitkolben. Die sind auch zweihändig, diese leichten, ne? Sagt ihr das irgendwo?
einen schweren Streikholm. Das wäre ein leichter Streikholm. Ja, ich wünsche, ich könnte ihm nur ein besseres Schild geben. Geht auch nicht. Oh, Schild plus 1, guck mal. Nimm doch das. Die hat er schon. Da können wir schon wieder Geschicklichkeit, Konstitution. Riesenstärke. Oh, den brauche ich nicht. Ja, dummerweise Heiltränke kriegt er nicht neue. Ne? Aber die Ausrüstung scheint sich immer bei ihm zu erneuern. Wir können jetzt zum Beispiel ihm nochmal. Der braucht eigentlich auch Charisma, ne? Ja, was braucht sie? Eher Intelligenz, nehme ich an. Geschicklichkeit. Ich nehme meine, ich nehme sie dann noch mit. Sie hat schon. Konstitution, Geschicklichkeit, hat der Weisheit? Ja, hat er schon. Warum hat er denn Charisma? Der braucht Weisheit. Der hat Weisheit auf. Ja, kriegt sie auf Weisheit. Also der braucht eigentlich nichts. Das hat sie kaum Stärke, sag mal. Was hat die für Werte? Minus 2 auf Geschicklichkeit? Und Stärke auch 0. Achso, weil sie entkräftet ist. Ich dachte gerade, was sind das für Werte? Ja, und ja, dann kam es immer halt mal so. Nehmen wir bei mir Charisma mit rein. Achso, und hier haben wir noch einen schweren Schild plus 1. Weg. Und dann gehen wir hier rein. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Da sind die beiden. Das kommt raus. Dann können die ja auch alle weg. So, jetzt habe ich ein Duellschwert. Das müsste eigentlich. Achso, weil meine Geschicklichkeit so kackig ist. Dann packen wir das Langschwert weg. Schlafen einmal.
So, und jetzt 4, das ist gut. Gut, gut. Ja, also ich brauche alles, was ich kann auf Charisma wahrscheinlich. Tja, okay, ich sollte eher auf Geschicklichkeit gehen. Max, wie sich das gehört. Okay, dann machen wir hier Pause und dann bleibe ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.